Kein Nebel im Weserstadion, sondern freie Sicht auf viel Theater. Schiri Kessler aus Sicht der Leverkusener, der Buhmann. Siebenmal gelb und einmal rot für Jens Nowotny. Der Kapitän, schon verwarnt, musste gehen, nachdem er Werder-Stürmer Ailton hier zu Fall brachte. Nationalspieler Bernd Schneider schoss Leverkusen in Hälfte 1 in Führung. Machte dann aber im direkten Gegenzug auch den entscheidenden Fehler, der Marco Bode sein insgesamt 98. Tor für Werder Bremen ermöglichte. Bode löste damit Rudi Völler als Rekordtorschützen ab. Den Bremer Siegtreffer erzielte der Holländer Frank Verlaat. Happy End für ihn. Am Dienstag hatte er noch einen Elfmeter verschossen und Bremens Pokal ausverschuldet. Bremen bleibt die Mannschaft der Stunde.